Gucken, da hinten geht's weiter. Sonst haben wir hier nichts. Gut. Dann stürze ich wahrscheinlich nicht, wenn ich mal kurz den Schlüssel hier entwende. Der bringt mich nämlich irgendwo hin. Zur Haupthalle. Das ist wahrscheinlich die große Tür da drüben. Jetzt gucken wir aber erstmal weiter und gehen dann nachher nochmal zurück. Hi. So. Da können wir dann später wahrscheinlich auch nochmal rumklettern. So, wo befinden wir uns hier? Ja, Lara, renn rein, renn rein! Renn ruhig rein! Alter! Stein! Wenn noch einer! Puh! Ich hab meine Steinphobie. Das könnt ihr nicht machen. Okay. Ich habe schon das Gefühl, das kann ja nur lustig werden. Es kann nur noch lustig werden. Hallo Stein. Tschüss Stein. So. Kommen wir da oben lang? Können wir mal gucken. Sieht aber nicht so aus. Na doch, sieht so aus. Ja, so schön. Gut. Gehen wir mal hier lang, bevor wir nach unten gehen. Immer nach oben. Sieh mal noch schau. Wasser. Es sieht auch gefährlich da aus, als wäre eine Strömung hier drin, ne? Guck mal. Das gucken wir uns doch gleich mal an. So. Ach, schön, eine Strömung. Ach. Ach, das ist so. Das ist unglaublich. Ah! Nein! Nein! Ach, fuck das. Gut. Tu mal halt jämmerlich hier ertrinken. Nein. Gut, dann wissen wir schon mal, hier ist eine Strömung und hier ist das Wasserbecken. Gut, dann kann es ja jetzt nicht mehr allzu schlimm werden. Okay, was rede ich hier? Es ist dunkel, es kann nur noch schlimmer werden. Okay, gut, weiter geht's. Hier kann mich jetzt nichts mehr angreifen, das ist gut zu wissen. Und hier geht's auch noch weiter nach unten. Nein, nicht springen! Lara, bist du des Wahnsinns? Kannst du doch nicht einfach machen. Dann wiederum ist es Lara, sie kann alles. Außer überleben, wenn sie es muss. Dann ist das natürlich nicht auf ihrer Liste der Sachen, die sie tun könnte, machen könnte, müsste und sonstiges. So. Okay, wo bin ich? Ich bin in einen langen, langen Raum angelangt, der mir so gut wie nichts bringt. Doch, er bringt mir etwas, und zwar eine Kiste. Eine Kiste bringt es mir. Gut. Es ist auch was Schönes. Kisten sind doch gute Dinger. Gut, das habe ich jetzt irgendwo hingeschoben, obwohl ich nicht weiterschieben kann. Dann müsste es auf der anderen Seite der Wand, wo auch immer die andere Seite sich befinden soll, irgendwas ausgerichtet haben. Ah, sehen wir ja, wenn wir jetzt zurücklaufen und hoffen, dass es uns was bringt. So. Erstmal proben wieder. So. Jetzt gucken wir auch erstmal, wo wir den Haupthallenschlüssel verwenden können. Mal den Haupthallenschlüssel verwenden, damit wir dann damit auch was machen können. So. Hier hoch. Die Leuten scheint es anscheinend nicht zu stören, dass Lara hier Dinge entwendet. Da sie offensichtlich auf Pulten liegen. Hi. Ich bin Freund. Du auch Freund. Ja. Genau. Gut. Dann gehen wir nochmal runter. Drehen uns um und sind wieder hier. So, hat sich hier irgendwas getan? Nein. Gut, dann muss ich irgendwo anders was technisch mäßig von Kisten getan haben. Was nicht hier. Ups. Ach gut, kann ich halt nicht da durchspringen. Total sinnfrei. So. Der Abrissbuch liegt immer noch da.
Da haben wir schon. Hier drüben haben wir auch schon alles durchsucht. Gut, dann gucken wir erstmal, ob ich darf nicht springen. Ob der Haupteinschlüssel hier reinpasst. Das sieht aus wie eine Nase. Müsste ja eigentlich. Ach, perfekt. Passt sogar. Falls du in die Haupthalle willst, Dude. So. Ich tue alles daran, jetzt nicht dahin gehen zu müssen. Hi, 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 hi. Ich hoffe mal, hier kommt jetzt keiner mir entgegen. Das ist schön. Gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Einen bösen Buben. Super. Falltür, die war wahrscheinlich mit diesen Schlüsseldingens. Nein, Lara, ich wollte dich gerade heilen. Wieso stehst du auch so blöd da? Wo habe ich das? Ach, scheiße. Na gut, dann schieben wir halt die Kiste da hinten nochmal und dann... Lara. Nicht blöd. Gut, dann schieben wir die Kiste jetzt hier hinten nochmal. Und dann sind wir erstmal blöd und lassen uns mal wieder fallen. Genau. Laden. Gott. Das kann doch was werden. Gut. Das Level hat gerade erst angefangen. Die Frage, wie mich Lara es geschafft hat, durch aus dem Wrack wieder rauszukommen. Das war ja irgendwie später dann überhaupt nicht mehr möglich, irgendwie einen Weg nach draußen zu finden. Wenn ich mir das jetzt nochmal so nachdenke. Na, Tomb Raider, logisch, was ist in der Frage ist eigentlich? Gut. Hoch. Einfach mal nach oben. Lalalalalala. Komm schon. Geht doch. Und weiter geht's. Yay. Yay. Okay. Lalalalalalala. Zumindest kann ich erstmal ruhig mit den Gedanken gerade leben, dass das Spiel auch bald sein Ende haben wird. Wir sind hier zumindest im vorletzten Hauptlevel in Tibet und dann noch ein anderes Level, dessen Namen ich gerade wieder mal vergessen habe, weil ich so schlau bin. Ja, gut. Nein, ach, das wäre fast wieder mal schief gegangen. Gut. Hätten wir das. Nehmen wir noch ein Medipack. So. Hi. Und tun, weil es auch noch am besten ist, gleich mal speichern. Gut. Gar nicht so weit. Lara. Okay, gut. Gehen wir am besten hier rüber. Und warten, bis jetzt das andere noch mal hier. Und durch. Gut, hier brauche ich einen Schlüssel. Gut, schön zu wissen. Schön, das jetzt zu wissen. Ups, es wäre schief gegangen. So. Okay, gut. Weil wir dann weiter nichts machen können. Tun wir einfach mal den Schlüssel jetzt hier verwenden. So. Und öffnen damit die Tür. Yay, wir haben die Tür geöffnet. Okay, gut. Nur das. Wir müssen, genau. Jetzt kommen die bösen Buben. Jetzt tun wir denen das machen lassen. Gut, hier brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal einen Schlüssel. Ich
traue mich gerade gar nicht. Einen haben sie schon. Einen haben sie schon. Jetzt kommt der dritte. Hört auf, euch blöd anzustellen. Ach, das sind doch noch. Das sind doch noch nicht alle drei gewesen. Gut. Dann mache ich dich da hinten. Gut, dann mache ich dich nicht da hinten. Dann macht ihr den da hinten. Gut. Während ihr den da platt macht, tue ich mal die Leute hier ihren Habseligkeiten annehmlich werden. Ignoriert mich einfach. Habt das dann? Yay. Und dabei leben alle drei noch. Ach, ist das schön. Gut. Okay, da hinten war das. Hier war das. Da gehen wir auch gleich hochklettern. Hier haben wir auch noch zwei Türen, die wir... Hier haben wir auch noch einen Weg. Ich glaube, hier unten war auch noch lang. Wow. Oder auch nicht. Gucken wir gleich mal. Hier haben wir dann auch wieder, glaube ich, ganz viele, viele, viele Wegchen, die wir benutzen können. Ja. Ganz viele Wege, die wir nehmen können. Hier hinten auch noch einer. Leute. Gut. Dann gucken wir gleich mal hier hinten, was wir haben. Achso, hier sind die Rollen. Die Rollen suchen wir jetzt wahrscheinlich. Es fehlen 3, 4, 5 Stück. Gut, dann müssen wir jetzt 5 Rollen suchen. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gänge. Die müssen wir wahrscheinlich alle abklappern, um die Teile zu finden. Auch gut. Alter, ist das tief hier. Niedrig. Okay, ich speichere mal, weil ich jetzt nicht weiß, ob sich das Teil öffnet. Wie ich drauf trete. Gut, öffnet sich nicht. Was haben wir da unten überhaupt? Wasser. Gut, wären wir wenigstens weich gefallen. Okay. Dann will ich aber erstmal gucken. Ich glaube, man konnte jetzt hier auch noch auf die Statue hochklettern. Will ich gleich mal ausprobieren. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So, und den scheint es ja nicht zu stören, dass er hier gerade auf den Topf, der ihren Gott rumhampel. Gut, wie weiter? So nicht. Okay. Achso, von da bestimmt. Aber es wäre ein ganz schön weiter Weg zum Springen, oder? Hätte ihn wiederum leider kein ganz schön weit